Der Frühling. Mit Abstand die schönste Zeit des Jahres. Liebe liegt in der Luft. Die Vöglein zwitschern. Die Blümchen blühen. Der Spargel ist hart und saftig. Das Gras kitzelt an den prallen Eiern. Wer schreibt denn so eine Scheiße? Nehmt mal ehrlich, das ist doch Bullshit. Kindergartenniveau. Kindergartenniveau ist das für mich. Entschuldigen Sie mal, ich habe gehört, hier soll ein Rohr verlegt werden. Was glotzt denn so blöd? Wenn ich die Kohle hätte, würde ich mir doch auch ein Zimmer nehmen. Wuff, wuff. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge. Junge, Mädchen, Mädchen, Junge, Junge, Mädchen, Junge. Hört es endlich Mädchen, auf! Junge, Junge. Papa? Papa, Papa, Papa? Ja, mein Kind? Ich hab da mal eine Frage. Frag ruhig, mein Kind. Ich bin dein Vater. Ich weiß alles. Wo kommen eigentlich die Babys her? Oh Gott, wenn ich über das Thema etwas wüsste, würde es dich gar nicht geben. Die bringt der Storch, mein Kind. Ach so? Ja, ist das so, ja? Ja, ja. Du, Papa? Ja? Wer bringt dann eigentlich die Storchbabys? Der Mensch. Der Mensch? Ja, der Mensch. Okay, den Alarm konnte ich schon mal abschalten. Was jetzt? Hier spricht Tower 1337. Hören Sie bitte auf, Späßchen zu machen. Dieser Kanal ist für Notfälle freizuhalten. Sie müssen mir glauben, mein rechtes Triebwerk wurde gerade von einem fliegenden Kaninchen durchschlagen. Was soll ich denn jetzt machen? Im Notfallhandbuch gibt es den Paragraphen Triebwerkschaden durch tieffliegende Kaninchen aber nicht. Also ist es offensichtlich auch kein Notfall. Ah, fuck, fuck, fuck. Fuck, was soll ich machen? Oh Gott. Gott, darauf wurden wir vorbereitet. Wieso habe ich nicht aufgepasst? Und, was war der Knopf nochmal? Scheiße, scheiße. Hätte ich doch nur besser aufgepasst. Fuck. Sie befinden sich jetzt übrigens über dem Zielgebiet. Es hilft nichts. Bringe ich jetzt meinen verdammten Job wenigstens noch zu Ende. Fun Fact, Störche fressen wirklich ihre eigenen Babys. Das nennt man Chronismus. Diese verdammten Froschfresser. Vor jedem Start abonniere ich einmal den Zubelisken und drücke anschließend die Glocke. Das ist besser als jede Lebensversicherung. Obwohl ich jetzt auch gern die Lebensversicherung gehabt hätte. Naja, ist ja nochmal gut gegangen. Wo sind eigentlich meine Beine? Ach, fuck!